Ein herzliches Willkommen zum neuen Let's Play zu Ghost Recon Wildlands. Ich bin's wieder, euer Florian, war heute wieder am Start. Ja, heute haben wir mal eine ganz spezielle Mission. Gehe ich mal davon aus, hoffe ich mal, nach dem letzten Mal war es ja auch nicht so klasse. Aber naja, wir werden auf jeden Fall mal schauen, was wir so jetzt haben. Cassita ist nur der Strohmann. Sein Assistent kümmert sich um das Resort. Schalten Sie ihn aus und Cassita ist in Zugzwang. Oh, Cassita. Ja, gut, alles klar. Dann werden wir doch mal schauen, ob wir den Typen da nicht ausschalten können. Ich hoffe, die Mission schlägt nicht fehl. Ich hoffe es. Das wäre peinlich für mich. Naja, allgemein wäre es peinlich. Aber wir haben schallgedämpfte Waffen, also dürften wir eigentlich... Ja, erstmal einen kleinen Fußmarsch machen. Bis wir da hinkommen, sind das noch ca. 300 Meter. Ja. Ich weiß auch schon, wo wir eventuell uns platzieren, um den Leutnant da auszuschalten. Ungefähr. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Wir haben ein Sicario mit MP. Sag mir wo. Beim Gebäudeeingang. Tja. Bowman, wir sind vor Ort. Hat Cassitas Helfer vielleicht irgendwelche besonderen Merkmale? Nichts Eindeutiges. Sie haben doch bestimmt Abhörgeräte im Gepäck. Versuchen Sie es da, wo viele VIPs rumhängen. Vielleicht verrät uns einer, wo sich der Assistent rumtreibt. Ich melde mich, wenn wir was hören. Denken Sie dran, die Wanzen sind zwecklos, wenn man sie sehen kann. Außer Sicht bleiben. Wanzen setzen und weg. Wie Schatten in der Nacht. Komm schon. Komm schon, komm schon, hey, komm schon. Wir haben einen Narko mit MP. Beim Gebäudeeingang. Ja. Den haben wir ausgeschaltet. Schön, wunderbar. Na wunderbar, das ist ja heute wieder eine besondere Spezialität. Toll. Toll, wunderbar. Wir sollen Wanzen setzen und dann raus hier. Okay, alles klar. Dann platzieren wir mal die Wanzen. Ich hoffe, dass ich schnell genug hinkriege, bevor die Mission scheitert. Weil wenn die es mitkriegen, dann bin ich richtig am Eimer. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Tango Nummer 3. Puh, das war knapp. Alles okay, alles okay. Solange ich die ausschalte, ist alles gut, aber... Wenn die hier rum anfangen rumzustationieren, habe ich mehr als nur ein Problem. Dann sieht's wohl wirklich übel aus. Oh oh, das war hoffentlich nicht zu laut. Noch eine, die Wanze platzieren und dann bloß weg hier. Ich will hier nicht zu lange in dem Viertel rumhängen. Muss ja auch nicht sein. Und dann bloß weg. Hey, toll. Hier ist ein Santa Blanca Orden. Ist ein schönes Souvenir. Wanzen platziert. Sie sollten genug Schmutz für Bowman aufzeichnen, um Cassitas Helfer aufzuspüren. Machen wir die Biege und verpissen uns von hier. Ja. Ich würde sagen, wir verschwinden hier wieder. Genau den Weg, wie wir gekommen sind, gehen wir auch wieder zurück. So. Machen wir bloß hier die Biege aus diesem Gelände. Solange die mich nicht entdecken, ist alles gut. Aber wenn die mich entdecken, dann bin ich am Arsch. So, raus aus dem Gebiet. Und wir verschwinden jetzt hier aus dem Gebiet erstmal raus. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Aber sollte eigentlich funktionieren. Wenn wir hier raus aus der Sicht sind. Cassitas Assistent ist so beliebt wie eine Cheerleaderin, die die Pille nimmt. Wir haben mitgehört, als ein Gast erwähnt hat, wo er steckt. Ich schicke ihn jetzt.
Vielen Dank. Verschwenden Sie keine Zeit. Erledigen Sie ihn und fertig. Alles klar. Nomad Ende. Oh, da haben wir aber heute echt was zu tun. Alter Scholli. Das sieht ja mal echt übel aus. So, tja. Dann würde ich sagen, werden wir da auf jeden Fall für heute erstmal Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch mal super wieder gefallen. Und vergesst nicht, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, ein Like, ein Abo und auf jeden Fall da zu lassen. Oder einen Kommentar. Ich würde mich freuen und ich würde sagen, ich verabschiede mich mit einem großen Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.